Guten Tag, meine Damen und Herren. In den meisten Ländern der Welt ist Freiheit eine Wunschvorstellung und Diktatur eine Realität. Und in einigen Diktaturen wird diese Diktatur sogar mörderisch. Demokratien erleben allerdings auch Entdemokratisierungsprozesse. Und das Wort und die Freiheit, das Wort auszusprechen, auch die Künstlerfreiheit, waren, sind und bleiben ein unendlich wertvolles Gut. Wir wollen heute darüber diskutieren. Wir wollen für das Wort, für die Freiheit diskutieren am Beispiel von Hongkong, Hashtag Free Hong Kong. Schauen wir uns aber erstmal einen Clip an. Einer dieser Menschen, die ebenfalls in Hongkong verfolgt werden, weil sie sagen wollen, was sie denken, weil sie furchtlos sind, ist Joshua Wong. And I have the pleasure to invite you to this book fair and to say hello to Hong Kong. Joshua, how are you today? Thank you for the invitation. And as the one who have been arrested for 10 times and being jailed for 3 times, since national security law is implemented in Hong Kong, Hong Kong really changed to the situation under the nightmare. But I would say that even under the chilling effect generated by the authorities, I still wish to continue the resistance. And that's the reason for me to devote myself into campaign to speak up for 12 Hong Kong activists who were arrested in the sea by the Chinese authorities. Almost 2 months have passed. They are secretly detained, denying access to lawyers, families, and medical needs. And we suspect they are under torture during detention. And that's my daily routine work, and to urge more local and global community to support them. So today, I'm thrilled to have environmental activist Greta Thunberg, who had previously written a review for my book on free speech, to join us in a global photo campaign called hashtag Save12. You can check this out on my Twitter, and I'd like to invite you all to share the same as well to stand with Hong Kong. Joshua, what are the concrete present situation in Hong Kong right now, and how has it changed over the last couple of months? Perhaps we have to ask even the last couple of weeks and days. As I've mentioned about the 12 Hong Kong activists being detained in mainland China, their situation pretty much reflects today's circumstances in Hong Kong. But apart from mentioning the 12 activists, I think I will also hope to mention some of the figures. In Hong Kong, such a global city with only 7 million population, since last summer till now, with more than 10,000 Hong Kongers were arrested, 2,000 of us were prosecuted, and more than 100 of us were already physically locked up in prison. And in Hong Kong, 1 out of 700 of people might be arrested by the authorities due to the protest movement. The ratio is extremely high. And the youngest one being arrested at the age of 11 is still a primary school kid, the oldest one at the age of 84. And I think how the draconian national security law is the speech crime and a repressive tool against protesters and destroy the criminal justice system in Hong Kong. Under the pretext of national security, this law proposed to target act of collusion with foreign force. But Beijing did not define what is collusion, and it will just result in massive discretionary power to punish activists and cut off Hong Kong from international society and their crucial support on the other. As for myself, since July, I've been under state surveillance and harassment on a daily basis. Last Sunday, the day supposed that election should organize, I mean on last month, more than three vehicles and unknown private car does tell me and trace on me day by day. The risk of being arrested
and even extradited to China is high a lot now. And I just hope to let the world to know that, of course, the situation in Hong Kong is really worse. We turn from one country to system to one country to one system. But it doesn't mean that we need to surrender. And how we keep on the resistance, even the national security law is passed, it, just hope to send a clear message to the world. Kowtow to China should not be the way out. That's why we keep on our resistance under the chilling effect generated by the communist regime. What does the postponement of the parliamentary election mean? I think I would like to emphasize more about the election. I would say that, let me clarify, I never see the election as postponed because the election is de facto call off. The way that Beijing stepped in and appointed the provisional legislature simply explained that they cannot ensure a majority had the election taken place on time. And during this gap year, while the government is eager hunting activists into jail, banning more candidates, the government is also proposing a new legislation to extend the poll to a few nearby Chinese city, so that voters residing in China can also cast ballots in the election. That would be the largest scale of election manipulation in Hong Kong history. And I think that's the situation in Hong Kong. I never recognize that as kind of postponed. It's just the cancellation of election using the excuse of the outbreak of COVID-19. But even the number of confirmed cases in Hong Kong dropped rapidly and even dropped to zero, Hong Kong government still have no intention to reorganize or to relaunch the election within this year. How does the current situation affect the freedom of expression in Hong Kong, especially in the literary community? Also considering the disappearance, let's talk again about him and conviction of the author, publisher and bookseller Yu Min-ai. I think we have little to be optimistic about, as clearly there is something we can no longer speak of. For example, since Beijing imposed the national security law, not to guaranteeing the national security, but just guarantee the communist regime legitimacy or the legacy, I think information in Hong Kong is increasingly censored because we lost our freedom of speech. Now, my books are taken off from the shelves at public libraries in Hong Kong because the government decided to review the content and see whether I have violated any laws, a perfect illustration of unfree speech. I also know that after the law is implemented, a number of publications in the local literary community are forced to call off because of potential legal risks. We even have a teacher being fired ridiculously because what he taught at class was not tolerated by the government. It's upsetting because we all know what is happening is intimidation and control by fear. But as a political activist and one of Beijing most disliked, I believe to make our dissenting voice heard is indeed a matter of survival. If our voice is banned, there is absolutely no way we can enjoy freedom in other aspects. That's why we must act now, that I mentioned on the title of my book, Unfree Speech. I think we all agree that free speech is in crisis in Hong Kong, but what do people in Hong Kong do when free speech will even be more in crisis? I would say that the situation in Hong Kong, people always assume that we might surrender or give up. But since what I observe, I think, is totally different. I think we must rise up to the fact that physical protest is not the only scene in a large-scale political movement. Of course, we do, but taking to street is not only way of demonstrating people's voice. Due to the outbreak of coronavirus, it would be harder to mobilize people. Alternatively, more than 1 million Hong Kongers took to the street virtually, and there has been a virtual protest through the popular Nintendo Switch game Animal Crossing. Hong Kong game players, including me, organized the protest inside the game, which resulted in Animal Crossing, this game
being banned in mainland China. Apart from this, I think the mobilization at Twitter also proved significance to the protests in Hong Kong. And this online mobilization is enormous enough to exert considerable discursive power against the state propaganda, and also related to the new hashtag and idea of multi-alliance, which means how people in Hong Kong, Taiwan, and Thailand against the authoritarian regime crackdown. So I think even under the national security law, in our daily life, day by day, people are awakening to choice that are living in truth. We choose to dine in restaurant support to protest and to boycott those pro-Beijing restaurants. And because we find it is impossible to agree with restaurants or shops that endorsing state violence and lie. And people also attend court hearings to support protesters. 2,000 activists are facing trial right now and do frequent prison visit and write letter to protesters in detention. I think this kind of momentum gave so much empowerment to the mass public, who might not be able to serve on the forefront of the escalating protest, which just means that we choose not to give up. Even we might be arrested and cracked down to continue to experience the fear. But I would say that the threats could not defeat us, make us even stronger determination. Joshua, this leads us to the next question. How do you perceive the international response to the situation in Hong Kong, where international law has been violated day by day? In the past few decades, as the one who born a year before the transfer of sovereignty of Hong Kong, I born in 1996 and now is 24 years old. And when I grow up, I realized how Beijing's aggressive expansion in Europe, Asia, Africa has given a warning signal to democratic states all over the world. The world is awakening from the Chinese nightmare with its wolf warrior diplomacy. But perhaps the international community has, in hindsight, only too little imagined the determination of Beijing to crush the promise of one country, two system. If we are determined to safeguard democratic aspiration, we must act to say no to China's dictatorial grip. And I think it's time for the world to realize that their foreign policy towards China might have some of the reveal. And now, under the hardline rule of Secretary Xi Jinping, is not the era that during the Olympic Games in 2008 in Beijing, because now it's under the hardline crackdown. Yesterday, Xinjiang, today, Hong Kong, tomorrow, Taiwan. And it's not only about the matter of Asia. It's also about how Europe, related to the 5G Huawei technology issue or the Belt and Road Initiative, how should the Western world deal with the second largest superpower that show no respect on liberal value and international order? That's really matter. What do you expect concretely from Western countries like Germany and the European Union? Although I'm facing jail for the fourth time and I still need to attend a court hearing on 3rd of November, which means 2 weeks later, it's still my humble wish that Germany would put more attention over the situation in Hong Kong. I'm sure it would be helpful to devote continuing attention to the protests in Hong Kong, no matter regarding the 12 detained activists in China or state target like myself. Also, confronting against Chinese propaganda and lies is also a way to stand with people of Hong Kong. There are certain more cherished values that deserve more genuine recognition than investment deal negotiation. But before any right things are done, it's high time we understand that what is true from what is wrong. The case of Hong Kong is already a lesson proven painful for a global community. A relationship built on lies will not be trust and sustainable. I noticed recently that there will be a formal platform or hearing in the Bundestag to discuss relevant matter on Hong Kong in the forthcoming months. I believe it will be beneficial to the German business community
if relevant issues can be discussed openly to ensure the liberal values, fairness, and transparency are guaranteed in future dealing with China. You just mentioned it. It's one of the most important arguments. What do you tell people in Germany who justify silence towards China with the country's importance as a trading partner? Is money really more important than human rights are? Human rights should not be overridden by business interests. That's the my belief that I always emphasize during my visit to different countries. And I understand a lot of debates are around the corner to reframe the relationship between Germany and China, and also between Europe and China, especially since the pandemic outbreak in the Western world. And there are calls for more cooperation between European government and China to guide the regime towards democratic norms. But to me, there are only concessions. It's proven multiple times in the past two decades since 2000, in terms of trade, digital security, or in territorial disputes, that the communist government, I mean Beijing, is not a responsible country who plays by the rules. I see no point of aiding and assisting the greatest threat to human rights to expand its scale of violence in Hong Kong and Xinjiang. And in case the National Security Agent from China or Hong Kong are watching this forum right now, let me make it clear. I'm not asking for punitive actions from any foreign government. And even they may use the video footage of this forum as the evidence to arrest me with the national security law, I still think it's a matter for the global community to figure out how to hold the accountability of China. Because trade and economic activities are indispensable. But perhaps we should emphasize more on about how to emphasize about the principle base and value base instead of money driven. Just do business with conscience and make the righteous decisions. My last question is, how do you perceive China's and Hong Kong's future? Do you have any expectation that China will change the policy that was leading the activities in the last weeks, months, and years? I think that's the question that I have lots of reflection in the past few years' journey to engage in political movement. I have no hope towards the regime, but I still hope towards people. However, one day is still Xi Jinping who rule China and Hong Kong. I see lots of difficulties for democratic reform under the hardline dictatorship of Beijing. And I also recall in last year, a high-level forum from a European country had openly said they don't want to interfere in other people's issues, despite the fact that companies of that country played a part in the brutality of Hong Kong police by supplying police vehicles. I think it's a typical display of the not in my backyard mentality. If we wish to push forward democratic reform in Hong Kong or China, I think one thing that is really matter is for people live in the free world or live in Europe should withdraw and put aside the not in my backyard idea, because we are living in a connected world. And Hong Kong can serve as a story to learn from, because we were unaware of the Chinese regime's intention to gain influence and control over our economy in the early years. And our economy now is to some extent too reliant on China, which makes our battle for freedom and democracy harder. That's why it's the high time to see this value should be acknowledged. And we hope the world continue to speak up when our voice are silenced. Even fight for democracy seems to be the uphill battle. Sometimes we might be defeated, or sometimes we might feel a bit downhearted. But even we can't achieve victory in a battle, we will still continue to fight in this war. And that's why I hope people continue to stand with Hong Kong.
Joshua Wong, thank you so much. I send you my respect and our solidarity from the Frankfurt Book Fair. And I hope to see you very soon, to talk with you very soon, also in Germany. Thank you so much and take care. All the best. Thank you for the invitation. And I wish one day, rather than still publish the book of unfree speech, if one day people in Hong Kong can enjoy democracy, I can write a new book named Free Speech. Thank you. Frau George, wir haben ja alles gehört. Wie kommt man sich vor? Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir Joshua Wong hören. Es ist nicht das erste Mal, dass wir über Hongkong hören. Es ist nicht das erste Mal, dass wir über die Situation was hören, dass China gnadenlos sich diese Insel okkupiert gegen jede Rechtsstaatlichkeit. Es gibt, das muss man sagen, einen Vertrag, das bei der UN hinterlegt wurde. Wir reden über das Wort, für das Wort und die Freiheit. Was würden Sie dazu antworten? Zunächst muss ich zugeben, ich bin zutiefst beeindruckt. Dieser junge Mann ist 23. 23. Und er hat vor 6, 7 Jahren bereits angefangen, für das, was er tut, ins Gefängnis zu kommen. Er wurde ausgezeichnet. Er setzt sich ein. Und ich sehe an ihm und auch für das, was er steht, eine Hoffnung. Einerseits empfinde ich Ohnmacht und andererseits eine tiefe Hoffnung. Denn was er heute beschrieb, dass nicht nachgelassen wird, der Opposition, der Resistance nachzulassen, nicht nachzulassen, auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen das, wie es jetzt ist, nicht. Das war vor einigen Jahren noch anders, als wir noch ganz andere Fälle hatten, mit denen wir uns beschäftigt hatten, mit Liu Xibo, mit Liu Shao. Und das gibt mir Hoffnung, denn es ist ein bisschen ähnlich wie in Belarus. Dort gehen auch seit 2 Monaten Menschen auf die Straße und sagen, wir wollen das so nicht. Das heißt, dieses unabgesprochene Stillhalteabkommen, sich in etwas abzufinden, weil es vermeintlich ja auch gute Seiten hat, das ist kurz vor dem Kippen. Und diese Hoffnung und Bewunderung, die ich habe, die schwappt auf mich rüber, wo ich mir denke, ja, und jetzt ist es auch an uns, nicht nachzulassen, hinzuhören, solche Dinge wie heute hier zu machen, auf dieser historisch einzigartigen Buchmesse, darüber zu reden, ihm eine Bühne zu geben. Ich möchte am liebsten sofort loslaufen und Herrn Skippis sagen, lasst uns ein paar Verleger zusammensuchen, um Menschen wie Joshua Wong zu verlegen, zu übersetzen, in die Welt zu bringen, ihnen eine Bühne zu bieten. Wie Sie sehen, ich bin sehr, sehr, sehr angefasst. Also das ist das eine, wenn ich aber von der Hoffnung höre, die wir haben, dass man sich dort engagiert. Übrigens, mittlerweile ist das auch ein Engagement mit einer großen Gefahr. Würde ich gerne Sie, Herr Skippis, fragen. Sie sind ja der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Sie setzen sich als Person, wie auch in der Funktion, für Freiheit von Autoren, Autorinnen insgesamt in der Welt ein. Aber was für eine Hoffnung kann denn jemand wie Wong auf uns noch setzen, die wir ja nun seit Jahren das mitbekommen und in unseren Ländern anscheinend nicht genug Druck auf die Politik machen können, dass sich da mehr bewegt als das, was wir erleben? Ja, ich denke, das ist genau das Spannungsverhältnis, was Sie jetzt beschreiben, in dem auch Herr Wong steht. Er hat ja einen Brief an Frau Merkel geschrieben und darin gefordert oder gebeten, dass sie sich dafür einsetzt. Und was war die Reaktion? Die üblichen Entrüstungsrituale, die aber nicht weiterführen. Und deswegen denke ich, wir sehen im Moment, wie vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein totalitäres Regime eine Demokratie niederknüppelt. Und das allererste, was man da immer macht, ist, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und damit beginnt im Prinzip der abschüssige Weg nach unten. Und ich kann es kaum noch ertragen, dass die westliche Welt, Deutschland allen voran und Europa, die sich als Wertegemeinschaft bezeichnen, dass in dieser Politik letztendlich immer die Wirtschaft die Priorität davor hat, die Werte, die wir alle vertreten, doch da zur Geltung zu bringen. Das heißt also mit anderen Worten, die Abwägung zwischen welche wirtschaftlichen Interessen haben wir, und das hat Herr Wong ja gerade angesprochen, welche wirtschaftlichen Interessen haben wir, werden die wirtschaftlichen Interessen immer den Vorzug genießen. Und dieser Primat der wirtschaftlichen Interesse, denke ich, den müssen wir jetzt überdenken.
Peter Altmaier, Herr Skippis, hat gerade in der FAZ am 11.07. dieses Jahres gesagt, ich zitiere, es war immer die Politik der westlichen Staatengemeinschaft, auch der EU, dass internationale Handelsbeziehungen nicht alleine daran ausgerichtet werden können, wie demokratisch ein Land ist. Ist das Realpolitik oder ist das zynisch? Das ist genau das Problem, würde ich sagen. Das ist dieser alte Verhaltensgrundsatz aus der Verwaltung. Das haben wir immer schon so gemacht, wenn ich das mal jetzt etwas ins Lächerliche ziehen möchte. Aber das ist auch ein politisches Statement. Es ist nicht nur ein wirtschaftlich-verwaltungstechnisches Statement, nein, es ist natürlich auch ein politisches. Das ist ein politisches Statement und das ist genau das Problem. Das ist oldschool und genau das müssen wir überdenken. Genau das muss anders werden. Wir müssen es erreichen und deshalb habe ich zwar auch Hoffnung, Frau George, aber nur dann Hoffnung, wenn wir als Zivilgesellschaft uns dafür einsetzen, dass da etwas passiert. Und wir haben diese Meinungsfreiheit auch in Deutschland im Grundgesetz enthalten. Aber wenn wir nicht von ihr Gebrauch machen, dann werden wir sie irgendwann auch verlieren. Und genau in dieser Situation denke ich, dass das, was Herr Altmaier, was Sie eben zitiert haben von Herrn Altmaier, genau das müssen wir jetzt verändern. Wir brauchen eine neue Strategie in der Außen- und Wirtschaftspolitik. Was heißt das konkret? Ganz konkret heißt das, dass wir die Werte, die wir verkörpern, auch mit denen wir Geschäfte machen wollen, miteinander besprechen müssen, sie in die Verträge hineinschreiben und sie dazu bringen, sich anders zu verhalten. Ich finde es unerträglich, dass wir mit Saudi-Arabien Geschäfte machen, ohne dass zum Beispiel an Raif Badawi, der jetzt schon über 10 Jahre im Knast sitzt und mit den 1000 Peitschenhieben bedroht wird, ohne dass man sich für diesen Menschen einmal einsetzt. Und da ist es ja wieder genau dieselbe Situation. Die wirtschaftlichen Interessen haben einen Vorzug. Frau George, Sie sind Autorin. Sie sind auch Präsidentin des European Writers Council. Was wir am Beispiel jetzt von Hongkong diskutiert haben, Sie haben das gerade mit Saudi-Arabien erweitert. Der größte Teil der Welt ist entweder eine Diktatur, ein autokratisches System, wo Menschen niedergeknüppelt werden, verschwinden, vor allen Dingen Autoren und Autorinnen. Wir erleben das auch auf dem Kontinent Europa, sei es die Türkei, sei es auch Russland. Wo sind Handlungsmöglichkeiten, die direkt auch politisch wirken können, außer diese appellativen Handlungsmöglichkeiten, die wir ja auch hier wieder versuchen? Ich würde das eigentlich in 3 Bereiche gerne aufdekodieren. Zum Politischen komme ich als Letztes. Wir können sehr pragmatisch sein, gerade die Buchbranche als solches, die über alle Grenzen hinaus und über alle Landessprachen hinaus in der Welt verquickt ist, hat die Möglichkeit, Menschen, die in ihren eigenen Ländern nicht verlegt werden, zum Beispiel unsere Nobelpreisträgerin Alexandra Alexejewitsch, Svetlana Alexejewitsch, wurde nie in Belarus veröffentlicht, aber dann schließlich zum Beispiel in England. Das ist ein sehr pragmatisches Beispiel, wie bringt man die Stimme, die oder der ein Regimekritiker ist, nach draußen. Da kann die Buchbranche sehr Pragmatisches tun, Stipendien, Fonds. Wir können auch als Medienmenschen das tun, was wir noch tun können in der freien Welt. Und das heißt nicht nur GEZ-Gebühren zahlen, um diese Freiheit wirklich zu bewahren, sondern uns auch wieder an die Medien wenden und zu sagen, schaut dorthin, ihr habt diese Möglichkeit noch. 40% aller Länder dieser Welt sind nicht frei, weder von der Information noch von der Regierung. Sie sind nicht frei, wir schon. Wir haben eine Aufgabe. Das ist das sehr Pragmatische. Das Persönliche ist eher so, dass wir auch Signale geben, wir vergessen euch nicht. Jeder von uns ist natürlich mit Überleben beschäftigt, gerade in der Pandemie mehr denn je. Wo bekomme ich meinen Job her? Wie wird es weitergehen? Aber es gibt immer wieder Menschen, 10-15%, die dafür Zeit haben, persönlich zu werden und zu sagen, ich höre dich, ich sehe dich, ich werde dir ins Gefängnis schreiben. Ich werde dafür sorgen, dass du auf sozialen Medien nicht vergessen wirst. Ich werde nicht nur einmal einen Hashtag benutzen und mein hübsches Profilfoto irgendwie angleichen und sagen, Free World Hong Kong für einmal. Das nützt ja nichts. Das heißt, im Persönlichen eine Kontinuität schaffen. Und wenn wir in das Politische schauen, da haben wir es in Deutschland ja auch damit zu tun, dass nicht nur die Wirtschaft sagt, lass uns da lieber auf Nummer sicher gehen, sondern es sind ja auch oft sehr linke Positionen. Eine gewisse Dankbarkeit zu den Genossen in China, da wird das dann plötzlich als Antikommunismus ausgelegt und so weiter. Das heißt, wenn es da Gespräche geben sollte, müsste man sich fragen, welchem Narrativ gehören Politiker, die noch etwas zu sagen haben, an. Das wäre etwas, was man sich auch mutig zugestehen muss,
anzugehen und zu sagen, ihr sitzt einem Narrativ auf. Ihr könnt nicht Putin hinterherhecheln, solange er Lukaschenko irgendwie über den Kopf streichelt. Ihr dürft nicht China verklären, solange das passiert, was wir eben gesehen haben. Und um diesen politischen Druck aufzubauen, gibt es verschiedene Mechanismen. Und ich denke, Sie und ich und wir als Medienmenschen können da bisweilen schon noch viel ausrichten. Ich muss die ganze Zeit an Hannah Arendt denken. Sie hat ja diesen bemerkenswerten Satz in ihrer Knappheit formuliert: Menschen haben das Recht, Rechte zu haben. Die meisten Menschen haben keine Rechte, und dieser humanistische Gedanke, das Recht, Rechte zu haben, also das ist das Menschenrecht an sich, Human Rights, ist ein wunderbarer Gedanke, aber in den meisten Ländern nicht real. Am Ende wird aber Realität auch durch Politik geschaffen. Ich will deswegen nochmal auf Sie zurückkommen, Herr Skippis. Sie haben Saudi-Arabien angesprochen, Sie haben gerade Russland angesprochen, es ist China angesprochen worden, wir könnten die Liste vergrößern. Wenn wir uns in die Europäische Union zurückversetzen, wo ja mittlerweile für das Wort und die Freiheit auch Länder wie Ungarn, wie Polen, aber auch nicht nur osteuropäische Länder den Rückwärtsgang fahren, auch in der Wissenschaftsfreiheit, in der Meinungsfreiheit, in der Kulturfreiheit, in der Pressefreiheit, stellt sich mir die Frage auch der Glaubwürdigkeit. Wenn man in Sonntagsreden das verkündet und von Montag bis Samstag dann immer sagt, wir mischen uns in Angelegenheiten anderer Länder nicht ein oder wir müssen realpolitisch argumentieren oder wir müssen wirtschaftspolitisch dran denken, es geht auch um unsere Arbeitskräfte. An welchem Punkt, glauben Sie, kann man Gesellschaft und damit auch Mehrheitspolitik dazu bringen, zu sagen, solange wir an dem Punkt der Freiheit gegenüber anderen blind und taub sind, werden wir selbst erblinden und ertauben, und deswegen müssen wir es anders machen. An welchem Punkt kann man die Begründung, die Argumentation durchgreifend in die Öffentlichkeit tragen? In der Tat, wir brauchen Öffentlichkeit, wir brauchen Mehrheiten. Wir haben beispielsweise vor 2 Jahren eine Petition gemacht, Three Words Turkey, für Deniz Yücel. Da haben wir immerhin in kürzester Zeit 120.000 Unterschriften gesammelt. Ich habe das in Buchform gebunden, Herrn Seibert und Frau Merkel übergeben. Und wir haben dann gemerkt, dass plötzlich ein Nachdenken stattfand darüber, was man eigentlich tun könnte. Denn die Türkei war ja damals vor allen Dingen diejenigen, die uns vor den Flüchtlingen gerettet hat. Auch eine sehr zynische Situation. Wir lassen die Arbeit vor der Tür irgendjemanden machen und wollen uns nicht die Hände damit schmutzig machen. Also es hat sich jedenfalls was verändert, und wir wissen, dass Deniz Yücel freigekommen ist. Ob das Aber jetzt viele sind noch in türkischen Gefängnissen. Daran müsste man heute auch erinnern. Ahmet viele Altan, Menschen, die für die Freiheit sind noch in türkischen Gefängnissen. Also es geht meiner Meinung nach nur über die Mobilisierung der Öffentlichkeit, und das bedeutet eben, es ist die Stunde der Zivilgesellschaft gekommen. Wir müssen uns gemeinsam dafür einsetzen, und dann wird es auch irgendwann Politik. Das Zitat von Herrn Altmaier ist ja extrem signifikant für eine Politik, die es so macht, wie es bisher gewesen ist. Und das wird ja meistens dann noch als gute Diplomatie verkauft. Das können wir uns nicht mehr leisten. Ich denke, diese Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Frau George, viele Repräsentanten nicht nur der politischen Macht würden sagen, wir können es uns nicht leisten, bei all dem, was wir in dieser Welt auch verbessern wollen, übrigens in Klammern, wir könnten auch einiges in Deutschland in dieser Welt verbessern, Arbeitsplätze, Wachstum, Ökonomie hinten anzustellen. Wenn überhaupt, dann schaffen wir vielleicht irgendwann mal ein Gleichgewicht. Ist dieses Argument wirklich nur vorgeschoben? Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschheit es sich wirklich leisten kann, nicht gegen diese Entdemokratisierungsprozesse vorzugehen auf lange Sicht. Wir können ja manchmal immer nur planen für 30, 50 Jahre, weil wir es nicht im Gefühl haben, was in 200 Jahren ist. Aber ich möchte auf eines eingehen, was Joshua eben gesagt hat, wir sollen von China lernen. Das heißt, wenn wir hinschauen, wo fing es an? Wo beginnt die Entdemokratisierung? Wo ist sie vielleicht auch schon bei uns schleichend da und bereit zuzuschlagen, ohne dass wir es merken? Ist es in den Informationsströmen, der Monopolisierung der Informationen?
Werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es uns wie in China geht, wo zum Beispiel Apple bestimmte Apps nicht mehr verkauft, weil sie vielleicht Protestierenden, friedlich Protestierenden nutzen? Werden wir irgendwann so weit wie in China sein, wo es keine Bücher mehr bei Amazon zu kaufen gibt, sondern nur noch E-Books, weil die leichter kontrolliert werden können? Hat er uns nicht eben erzählt, dass die Bibliotheken gerade vor einem Gesetz stehen, wo bestimmte Bücher aussortiert werden sollen, wegen vielleicht Themen oder Wörter? Und das sind alles Momente. Das sind alles Momente, für die wir selbst einen Sinn haben müssen. Denn wenn wir uns hinstellen und sagen, wir können euch unterstützen in Solidarität, Hilfe oder Pragma, dann müssen wir auch dazu weiterhin fähig sein. Und die Frage, können wir uns das leisten? Wir müssen es uns sogar leisten, sonst können wir irgendwann nichts mehr für die Demokratie tun. Das heißt, wir müssen uns stabil hinstellen. Und ich bitte Sie, Geld entscheidet nie über Leben. Leben entscheidet über Leben. Ja, leider ist es anders. Im Moment entscheidet immer Geld über Leben. Das ist ja das Schreckliche daran. Und es ist in der Tat eine Frage, wie können wir so etwas verändern? Und es geht einfach nur über ein Bewusstsein der Öffentlichkeit darüber, dass wir unseren Wertekompass jetzt verschieben. Die Balance in der Außen- und Wirtschaftspolitik beispielsweise muss das Thema Werte in einer ganz anderen Dimension ins Kalkül mitnehmen. Und dafür müssen wir kämpfen. Und wir müssen eine hohe Sensibilität für die ersten Schritte einer solchen Einschränkung der Meinungsfreiheit zeigen. Joshua Wong hat ja gesagt, dieses Sicherheitsgesetz führt ja jetzt schon dazu, dass Bibliotheken bereinigt werden. Das erinnert einen irgendwie auch an eine gewisse Vergangenheit. Das waren Situationen, in denen eben Leute mundtot gemacht werden sollten. Und darauf müssen wir besonders achten. Es gibt allerdings noch, was die Meinungsfreiheit angeht, einen schleichenden Prozess. Das ist der Prozess, dass zum Beispiel Journalisten mittlerweile auch in Deutschland nicht mehr das alles schreiben können und wollen, was sie sich denken, weil sie selbst unter Druck stehen. Unter Druck eines rechten Flügels, die sie mit allen möglichen Maßnahmen versucht einzuschüchtern. Und das Schrecklichste, was jetzt gerade gestern passiert ist in Paris, ist ja dieser furchtbare Mord an dem Lehrer, der sich für Meinungsfreiheit eingesetzt hat. Das führt ja letztendlich dazu, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, soll ich das jetzt noch sagen oder soll ich das noch nicht sagen? Soll ich das jetzt über Herrn Altmaier sagen, dem ich da ein völliges Oldschool-Verhältnis nachsagen würde? Und gefährde ich nicht da irgendwelche Interessen, zum Beispiel des Börsenvereins des deutschen Buchhandels? Aber ich denke, man muss halt den Mut haben, auch dafür aufzustehen und zu sagen, nein, so geht es nicht. Ich verstehe genau, was Sie da andeuten. Ich würde aber an dem Punkt schon die Frage stellen, wenn wir jetzt schon von Mut in unserem eigenen Land reden, dann haben wir so viele Probleme, dass wir sowieso eher wirklich nur nach Deutschland schauen sollten, als das, was in Hongkong gerade passiert. Aber Sie haben in Ihrer Bemerkung von der Einschränkung der Meinungsfreiheit gesprochen. Geografisch ist Hongkong sehr weit. Ich muss noch mal darauf zurückkommen. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit passiert vor unserer Tür, bei unseren Nachbarn. Nennen wir noch mal Ungarn und nennen wir noch einmal Polen. Und vielleicht ist es dann leichter, darüber nachzudenken, da ist auch nicht China die große Wirtschaftsmacht und da ist Ökonomie nur ein Teil der Argumentation, wieso wir es so schwer umsetzen können, den Standard der Meinungsfreiheit, der innerhalb der Europäischen Union, das heißt the family, mit Füßen getreten wird, nicht in irgendeiner Form so zu beantworten, dass nicht Business as usual weitergeht. Und wenn wir es schon hier nicht können, wo sollen wir die Glaubwürdigkeit und wo sollen wir die politische Kraft entwickeln, es in Ländern wie in Hongkong oder in anderen Teilen der Welt zu tun? Die Frage geht an Sie beide. Interessante Sichtweise. In meiner Organisation gibt es 46 unterschiedliche Schriftstellerinnen und Schriftstellerverbände aus 30 Ländern. Und eines unserer Herausforderungen ist die Diversität und auch, wie Restriktionen und Meinungsfreiheit und der Angriff auf Meinungsfreiheit empfunden wird. Und da können mir die Kollegen aus Ungarn und Norwegen sicherlich etwas Unterschiedliches erzählen als aus Belarus oder Portugal. Und grundsätzlich haben sie auch oft andere Tabus. Das heißt, Meinungsfreiheit beginnt dort, wo bestimmte Tabus touchiert, gebrochen, aus Sicht der Regierungshabenden verletzt wird. Und wenn ich an Herrn Skippis denke, der vorhin sagte, wir müssen eine Werteheimat wieder entwickeln. Ich denke, dass wir nicht nur eine große Family sind, Herr Friedmann, wir sind
divers. Und diese Diversität wird uns immer vor Herausforderungen stellen. Auch, was ist Meinungsfreiheit? Wann wird sie verletzt? Wo haben wir Kultur, die wir nicht zugänglich machen können? Das ist in den Ländern unterschiedlich. Und um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, müssen wir erst das in Deutschland lösen, was wir an Problemen haben, um glaubwürdig für die anderen zu sein? Ich glaube, keine Zivilisation wird irgendwann wirklich das goldene Zeitalter der Perfektion erreicht haben. Das heißt, im Rahmen dessen, was wir tun können, ohne paternalistisch zu sein, ohne kolonialistisch zu sein, können wir weiterhin darüber reden und auch überhaupt eine gemeinsame Werteheimat entwickeln. Das heißt, Demokratie heißt, du bist abgewählt, du musst gehen, das ist der Grundkonsens. Wenn wir uns Trump, wenn wir uns Lukaschenka anschauen, eigentlich haben diese Menschen, die haben schon verloren oder werden verlieren. Und wir fürchten uns zutiefst, dass sie nicht gehen werden. Und dann sind die Demokratien in Gefahr. Und dann sind wir wieder bei Ihrer Eingangsfrage, was empfinde ich dabei, wenn ich Joshua Wang höre? Dann sind wir wieder bei der Ohnmacht. Also ich bin der Radikale. Ich glaube, dass Belarus keine Demokratie war bei den letzten Wahlen und auch keine geworden ist, weil gewählt wurde. Und wir diskutieren ja hier den Ansatz, dass Menschen, die unterdrückt sind oder wieder mehr unterdrückt werden, dass sie auch mit uns darüber sprechen und wir uns solidarisieren wollen, und das ist mehr als nur ein Wort, um diese Bewegungen mit zu unterstützen, Herr Skipis. Deswegen noch einmal, Belarus war eine Diktatur, ist eine Diktatur, bleibt mittlerweile eine blutige Diktatur. Aber Ungarn oder Polen oder noch vor wenigen Monaten auch Österreich mit der FPÖ oder Salvini mit Italien. Das sind bei aller Diversität, die in der Familie natürlich notwendig ist, das ist Europa, das ist die Europäische Union, das ist nicht Russland, das ist nicht die Türkei. Nehmen wir diese ganz unterschiedlichen Felder, das Allernächste, ein Land, das mit uns demokratisch unter demselben Dach der Europäischen Union zusammen ist. Länder auf dem Kontinent Europa. Sie sprachen die Türkei an. Über Russland muss man noch mal ein sehr deutliches Wort sprechen. Ein sehr deutliches Wort. Aber auch Länder, die noch weiter fernab sind. Sind wir erschöpft oder tun wir nur so, als ob wir erschöpft sind? Deswegen sitzen wir hier da und kämpfen dafür. Und wir haben und müssen auch eine große Sensibilität im eigenen Lande haben. Ich denke da nur daran, wenn plötzlich unangenehme Positionen von Menschen dann ausgeladen werden bei Veranstaltungen an der Universität. Sie wissen, worauf ich anspiele. Dann ist das ein Alarmzeichen dafür, was hier in Deutschland passiert. Aber natürlich müssen wir den Blick auch nach draußen werfen. Und ich fand das einfach einen erschütternden Hilferuf eben von Joshua Wong. Dieser Mensch, was hat der für einen Mut, sich da, er sitzt in Hongkong und berichtet uns hier über die Situation. Und wahrscheinlich werden zig Beamte von irgendwelchen Staatssicherheitsdiensten in China zuschauen und zuhören, was er da sagt. Und trotzdem sagt er das, weil er sagt, wir brauchen diese Freiheit. Und wir haben diese Freiheit und deshalb haben wir auch die Aufgabe, dafür einzustehen bei uns, aber genauso eben auch in Polen und Ungarn. Auch da finde ich das Verhalten der EU sehr inkonsequent, denn das war ja auch ein schleichender Prozess. Ich war vor 2 Jahren auf der Buchmesse in Warschau und habe mit vielen Journalisten dort gesprochen, die im Prinzip mich gefragt haben, ob ich einen Job für sie habe, weil sie rausgeflogen sind. Da wurde eine Bereinigung stattgefunden, die ihresgleichen sucht. Und das sind Punkte, auf die müssen wir aufmerksam machen. Das haben wir auch damals gemacht. Und nur werden Sie mit Sicherheit gerne sagen wollen, aber wie erreichen wir jetzt etwas? Ich glaube, es ist einfach dieser stete Kampf, diese Flagge zeigen dafür, dass wir für diese Freiheitsrechte eintreten. Dafür müssen wir kämpfen. Und das versuchen wir jetzt auch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der das auch aus seiner geschichtlichen Verantwortung heraus, aber eben auch, weil Meinungsfreiheit und Publikationsfreiheit die Conditio sine qua non unserer Branche ist, das versuchen wir weiterhin zu propagieren. Wir werden im nächsten Jahr eine Woche der Meinungsfreiheit initiieren, die hoffentlich europaweit in den nächsten Jahren dann stattfinden wird, so als Punkt dafür, ein Zeichen dafür zu setzen. Sie sind, wie gesagt, Präsident des European Writers Council. Wie würden Sie diagnostizieren, ist der Zustand für das Wort und die Freiheit in diesem Kontinent?
Ich bin Schriftstellerin und habe ein Gewissen und ich habe auch Reflexionsfähigkeit durch 27 Jahre meiner Tätigkeit. Und ich fürchte mich. Ich fürchte mich einerseits, dass wir wirklich an einem gewissen Punkt sind, wo wir nicht mehr überschauen können, wie wir agieren wollen, wie Meinungsfreiheit sich gestalten soll, weil es ist ja erstens die Kunst der Debatte, die Kunst des Diskurses. Und vor 20 Jahren war es noch nicht so, dass wenn ich anderer Meinung war oder Ähnliches, dass ich angeschrien wurde, dass ich den Computer aufmachte und eine Welle von Hass über mich ergehen lassen muss. Das heißt, die Debattenform ist in Gefahr. Die Informationsströme sind ebenfalls nicht mehr nachvollziehbar. Manchmal weiß ich nicht, mit wem unterhalte ich mich, mit einer künstlichen Intelligenz oder einem Menschen, der Verantwortung für das nimmt. Ich fürchte mich ein wenig und gleichzeitig bin ich, und auch da schließt sich wieder der Kreis, voller Hoffnung. Denn ich bin nicht die Einzige, die eine gewisse Unruhe empfindet, dass wir auf einem Punkt angelangt sind. Es gibt ein Point of No Return und der ist jetzt erreicht. Und wir leben jetzt in dieser Zeit und es sind wir, die sich darum kümmern können. Und das beflügelt mich, dass wir darüber reden können, es ist ein Point of No Return. Es wird gefährlich. Wenn die Hälfte aller Länder der Welt die Meinungsfreiheit nicht mehr schätzt, dann werden wir ein Problem haben. Und ja, wir sind genug, um etwas dagegen zu tun. Und manches müssen wir erst herausfinden, was wir tun können. Aber wir sind viele. Herr Skipis, während den Anfängen ist eines dieser Sätze gewesen, die in Deutschland nach 1945 jeder dieser Sonntagsreden zu hören war. Wir haben die Anfangspunkte auch in unserem Land übersehen, überhört und viele Endpunkte sind entstanden. Immer wieder ist dann jeder sehr überrascht. Oh, wo befinden wir uns in Deutschland, aber auch wenn wir nach Hongkong schauen, mit diesem Kampf um Würde, um Menschenrechte und Würde? Und wenn wir Joshua gehört haben, Sie sprechen zu Recht von Mut dort, aber in vielen demokratischen Ländern ist es doch kein Mut. Kann es sein, dass dieses Wechselspiel, dass einerseits in dieser Welt Demokratie abgebaut wird oder gar nicht entsteht, weil diejenigen, die Demokratie erleben, die Lust, die Freude, das Privileg, demokratisch zu sein, nicht genug schätzen und würdigen und dass die Diktatoren das mehr und mehr ahnen? Das ist völlig richtig. Wir wissen gar nicht, was wir eigentlich haben. Wir müssen es zu schätzen wissen. Und dadurch, dass wir, und deswegen glaube ich eben, dass der größte Feind der Meinungsfreiheit unsere Untätigkeit ist. Wenn wir nicht etwas dafür tun, wenn wir uns jetzt nicht zum Beispiel für Hongkong einsetzen, dann vertun wir die Chance, das Vakuum, was dort entsteht, weiter oder größer werden zu lassen. Das heißt, der Machteinfluss Chinas in Hongkong wird immer größer. Der Machteinfluss in Polen und Ungarn wird immer größer, weil diese freie Gesellschaft so zurückweicht. Deswegen ist es eine wichtige Aufgabe von uns und das ist unsere Verantwortung, diese Flagge zu zeigen und es dann auch deutlich zu machen. Und ich will noch eins dazu sagen. Deutschland ist eines der erfolgreichsten Länder dieser Welt. Sowohl ökonomisch, aber ich sage auch in demokratischer Hinsicht. Wir können es uns leisten, klarer Flagge zu leisten. Wir können vielleicht auch ein klein wenig unseres Wohlstandes eine Reduzierung hinnehmen, dafür, dass wir uns für Werte einsetzen in Ländern wie eben Hongkong etc. Meine Damen und Herren, denken Sie dran, Hongkong vor wenigen Jahren war eine Demokratie. Denken Sie dran, in Ländern wie Ungarn und Polen vor einigen Jahren war die Meinungsfreiheit noch weitaus mehr freier als heute. Und es geht relativ schnell. Und irgendwann war es zu spät. Wir haben versucht, über dieses Thema zu diskutieren. Und es sind wir, die Zeitzeugen, die unsere Hände nicht in Unschuld waschen können. Herzlichen Dank, Frau George, herzlichen Dank, Herr Skipis. Danke fürs Zuschauen.